Willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach an, mit welchen zwei oder drei Funktionen wir fast jeden Adapter fast basteln können und wie das Ganze genau funktioniert. Und dafür lasst uns mal gleich durchstarten in die neue Zeichnung und da geht's gleich los. So, jetzt lasst uns mal als erstes anschauen, wie wir von diesem Dreieck auf dieses Runde gekommen sind. Und dafür legen wir erstmal eine Skizze an. Und die Skizze soll jetzt zum Beispiel hier unten angelegt werden, ne? Und da machen wir jetzt hier einfach mittig mal unseren Kreis rein. Oder unser Dreieck könnten wir ja mit anfangen. So, das machen wir jetzt einfach mal random hier hin. Und jetzt parametrieren wir das ein bisschen, zum Beispiel, dass das hier mittig da drauf liegen soll. Das soll die Höhe von meinem Dreieck sein, zum Beispiel, es soll 30 sein. Das heißt, die Spitze soll hier drauf liegen, ne? Und dann brauchen wir ja noch den Abstand und der soll vielleicht so 35 sein. Dann gehen wir hin und nehmen die mittlere Linie und drücken X auf der Tastatur. Was da draus passiert ist, dass wir eine Konstruktionslinie bekommen. Dasselbe könnt ihr auch hier drüben in dem Fenster hier machen. Und das macht halt Folgendes: Wir haben jetzt statt einer, statt, ich mach's mal rückgängig. Jetzt haben wir jetzt zwei Flächen, die wir auswählen können. Und wenn wir das Ganze markieren und mit X markieren, haben wir nur noch eine Fläche. Und damit können wir dann besser weiterarbeiten. So, das heißt, wir machen jetzt Skizze fertigstellen. Konstruieren eine Versatzebene. So, diese Versatzebene soll jetzt von hier aus zum Beispiel 5 cm nach oben laufen. Und dann soll sie hier oben ja das andere Gegenstück davon haben. Und das heißt, wir legen hier oben die Skizze an. So hier. Und da soll der Kreis jetzt mittig hier drin liegen. So, ich bin jetzt im Kreis drin. Ich merke, ich kann das Ganze nicht auswählen. Und was mache ich denn da? Ja, alles wegschmeißen, neu machen. Nein, Spaß. Wir drücken einmal P für die Projektion und projizieren hier uns diese Linie hier rein und sagen, okay. Und jetzt, wenn wir den Kreis nehmen, können wir auch hier die Mittellinie auswählen und können sagen, zum Beispiel, das Ganze soll 40 groß sein. Das heißt, wir sagen Skizze fertigstellen und jetzt haben wir unsere beiden Seiten von Adapter und die müssen wir jetzt noch verbinden. Ne? Und dafür gehen wir einmal hier rüber auf Erstellen und holen uns einmal die Erhebung raus. So, die Erhebung soll von hier nach da laufen. Und wir sehen schon, er ja, verbindet die beiden Sachen sehr gut, hätte ich gesagt. So, man kann jetzt zum Beispiel hier noch eine Richtung angeben. Dann sehen wir so ein bisschen, dass sich das Ganze hier ändert. Dass es jetzt hier länger dieses tatsächliche Dreieck läuft. Das können wir auch zum Beispiel hier machen. Können wir noch eine Richtung geben. Dann hat das hier mehr diese Rundung und hier mehr das Dreieck. Und dann ist der Übergang ein bisschen smoother. Können wir mal OK drücken. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verlängern, markieren wir einfach jetzt mal die obere Kante. Drücken E für Extrusion und ziehen das vielleicht nochmal, vielleicht so 15 mm lang und sagen, okay. Dasselbe machen wir auf der Unterseite. Wir markieren das Ganze, sagen hier auch wieder 15 mm länger und drücken OK. So. Jetzt wollen wir das Ganze ja noch auswählen, weil es soll ja ein Adapter sein. Dafür gehen wir auf Schale, wählen oben die Fläche aus. Ich lasse jetzt Command bei mir gedrückt. Ich glaube, Shift ist es bei Windows. Wählen beide Seiten aus, sagen 2 mm, sagen Enter und tada! Wir haben den fertigen Adapter. Genau. So, das war ja der erste Teil. Jetzt lass uns mal anschauen, wenn wir zum Beispiel so ein Y-Stück machen wollen für etwas. Dafür legen wir wieder eine, ja, sozusagen eine Konstruktionsfläche oder eine Skizze an, hier unten drauf und sagen auch hier soll 30 sein, zum Beispiel sagen wir Skizze fertigstellen. Und das Gegenstück soll jetzt oben auf drauf liegen, also sagen wir auch Skizze hier. Das soll die Skizzenhöhe hier sein. Mit P-Projektion holen wir uns den Mittelpunkt davon rein und sagen okay. Und dann machen wir hier eine Linie rein, die wir dann noch bemaßen. Die soll zum Beispiel 40 sein. Und da soll der Mittelpunkt immer gerne auf dem Mittelpunkt liegen. So, perfekt. Wir markieren die Linie jetzt nochmal und drücken X wieder, dass wir nur eine Konstruktionslinie haben, dass sie uns dann nicht irgendwie rein spuckt oder so. Und dann auf jeder Seite machen wir dann auch hier wieder jeweils so ein 30er Kreis hin. So, 30, jetzt habe ich hier noch irgendwie Konstruktionslinie, markiere ich und kann das hier drüben gleich wieder deaktivieren. So, das heißt, Skizze fertigstellen. Und jetzt müssen wir das Ganze ja verbinden. So, ich würde mal sagen, erstelle Erhebung. Wir können ja mal probieren, dass wir das nehmen und das nehmen. Dann sagt er, nee, das funktioniert nicht. Okay. Gut, das heißt, wir müssen wohl erst die beiden verbinden. Das heißt, wir schnappen uns den da, den hier. Okay. Jetzt haben wir hier einen Fehler, den ich noch nicht ganz sehen kann. Haben wir jetzt irgendwo eine Schiene drin? Die müssen wir deaktivieren. Okay, keine Ahnung, woher der sich die jetzt gezogen hatte. Jetzt können wir ja nochmal Just for Fun probieren, den auszuwählen. Aber dann sagt er so, nee, das geht leider nicht ganz. Okay, das heißt, wir sagen okay und erstellen hier den neuen Körper und sagen okay. So.
Jetzt gehen wir hier drüben auf Skizze wieder und holen uns die letzten beiden Skizzen rein, die wir brauchen dafür. Dann gehen wir auf Körper und die aktivieren den Körper, den wir gerade erstellt haben. Jetzt gehen wir hier auf Erstellen und sagen auch wieder hier eine Erhebung. Diesmal soll es von da nach da laufen und wir sagen, okay, dann deaktivieren wir die beiden, blenden das hier aus. Und wir sehen jetzt hier beide Körper, die wir erstellt haben. So, die wollen wir jetzt dann auch nochmal verbinden. Ne? Das heißt, wir gehen auch jetzt hier wieder auf Kombiniere mir den da mit dem hier und sage ich, okay. Und dann gehe ich auch auf Schale wieder und diesmal wähle ich nicht nur die beiden Flächen aus, sondern auch noch die Fläche hier und sage 2 mm. Und wir sehen jetzt, Fusion hüllt das Ganze jetzt aus mit einer Wandstärke von 2 mm und dann passt das. So, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, das hier gefällt mir noch nicht, das soll irgendwie 10 mm Rundung haben oder 5 mm Rundung. Okay, warum geht das nicht? Ich denke, wir müssen es mal erweitern. Wir drücken mal E für Extrusion. Extrudieren das hier vielleicht mal 20 mm länger. Und das gleiche machen wir jetzt hier. Auch hier soll es ein bisschen länger nach oben gehen. Drücken nochmal E für Extrusion, markieren das Ganze und auch hier soll es vielleicht so hoch gehen wie da. Und sage ich, okay, so. Jetzt sage ich nochmal F für F, abrunden, sage ich nochmal 5 mm. Mag er immer noch nicht. Okay, jetzt. Okay, mal 4 mm. So. Und jetzt hier drin ist es ja natürlich für die Flüssigkeit auch nicht so gut, wenn wir so eine scharfe Kante haben. Also markieren wir die hier drin und sagen, auch hier sollen wir 4 mm haben und sagen, okay. So, das heißt, jetzt haben wir hier auch einen schönen Y-Adapter gemacht. Und jetzt möchte ich euch auch nochmal gern zeigen, wie man da zum Beispiel, ja, so, wie wir es hier drüben getan haben, ein Rohr nehmen und von dem Rohr einfach so eine Abbiegung laufen lassen, wie das funktioniert. So, das machen wir wie folgt. Dafür erstellen wir erstmal eine Skizze. Und diese Skizze soll hier auf der Seite sein. Aber das möchten wir gerne hier hinten machen. Deshalb gehen wir auf Versatzebene, holen uns die Ebene rein, verschieben wir bis hier hinter. So mittig, circa hier. Und wir sagen okay. Und jetzt gehen wir auf Skizze. Die soll jetzt hier laufen. So, das schauen wir uns mal von der anderen Seite an. Und dann ist uns einfach nur wichtig, einfach so kurz zu definieren, wie das Ganze denn aussehen sollte. Also, wir wollen hier irgendwie was haben, ein Rohr, was gerade läuft. Und dann zum Beispiel irgendwo davon soll dann hier so ein Rohr in dem Winkel abgehen. Also sagen Skizze fertigstellen. So. Dafür lasst uns mal auf Erstellen gehen. Wir gehen auf Leitung. Schnappen uns das hier und sagen okay. Und die Schnittgröße soll dann vielleicht 30 mm sein wie beim anderen. Und wir sagen okay. So. Jetzt holen wir uns die letzte Skizze nochmal rein, die wir hatten, die hier. Und machen das gleiche einfach noch einmal. Das heißt, wir stellen jetzt hier wieder eine Leitung, schnappen uns den ganzen Spaß hier. Auch wieder 30. Er soll es bitte nicht verbinden. Ne? Es soll erstmal ein neuer Körper sein und wir sagen, okay. So, jetzt sehen wir, wir können hier auf ein Problemchen stoßen. Können wir das? Sehen wir dann. Okay, also. Das heißt, wir haben jetzt die beiden Sachen fertig. Und irgendwie wirkt das eine größer als das andere. Ja, Wahnsinn. Warum ist das so? 30? Machen wir das mittlere Teil ein bisschen dicker als das andere. Dann passt das, dann gefällt es mir besser. So hier. Und jetzt lasst uns mal vielleicht noch. Machen wir das im ganzen Stück noch ein bisschen weiter. Wir wollen vielleicht 4 von diesen Anschlüssen haben. Dann gehen wir mal auf Erstellen, sagen sogar eine runde Anordnung davon, runde Anordnung von einem Körper. In diesem Fall ist das dieser Körper. Meine Achse ist ja die Mittelachse hier. Wir können 4 sagen, oder wir sagen jetzt mal 3 und sagen okay. Und bevor wir das jetzt alles aushöhlen, wollen wir das erstmal verbinden. Dafür gehen wir auf Kombinieren. Schnappen wir uns die ganzen Körper und sagen, okay. Und jetzt gehen wir auf Schale und sagen, okay, das soll ausgehöhlt werden. Ah, die Stelle soll offen sein, die soll offen sein. Die soll offen sein und natürlich auch die hier unten. Ne? Und wir sagen 2 mm, sagen okay. Und wir sehen, dass es jetzt hier komplett ausgehöhlt ist und wir können alles miteinander verbinden. Ja, so kommt ihr an eine, ja, sehr zügig an euer Ergebnis, gerade wenn ihr Adapter bauen wollt. Und auch hier vorne mit dem, wo wir dann verschiedene Formen verbinden können. Einmal dieses Dreieckige zu diesem Runden hilft die meistens jemanden sehr weiter. Und wenn ihr sagt, hey Lars, da ist irgendwie noch ein Adapter, den du mir noch gar nicht gezeigt hast, wie mache ich das denn nochmal? Ja, dann schreibt es einfach mal unten rein und dann machen wir vielleicht nochmal ein zweites Adapter-Video. Und ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen und ein bisschen Spaß beim Video gehabt. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann sage ich ciao, ciao.